Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video wieder bei mir. Heute zeige ich euch alle Waffen in GTA 3. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Beim Intro mache ich immer natürlich die Musik ein bisschen lauter. Bei GTA Vice City, da war es bei mir voll daneben, weil da habe ich dann vergessen, leise zu drehen. Und das war halt dann das Problem, dass man mich nie hört. Weil ich vergesse immer auf die Lautstärke. Hoffentlich klappt das heute. Hoffentlich könnt ihr mich alle gut hören. Das Spiel wird jetzt vielleicht ein bisschen zu leise sein, aber lieber ein bisschen leiser als wie zu laut. Perfekt. Heute zeige ich euch, wie gesagt, alle Waffen. Wir sind da einfach schon. Ja. Ganz alleine. Kann man durchschauen. Würde ich. Den Kindern haben echt. Okay, dann. Start jetzt mal gleich mit dem Baseballschläger. Den kennen wir ja, glaube ich, alle schon. Und der, weißt du die? Ja, Nummer 2, die Pistole. Dass ihr mal den Klang hört. Also, ich glaube, GTA 3 wird bei mir ein bisschen besser laufen als wie in GTA Vice City, weil ich weiß ja halt nicht so, wie das läuft. Also dann Mac 10 oder UZ. Einmal mit Ton. Okay, dann haben wir auch schon mal die Shotgun. Noch mal ein bisschen. Ah ja, genau, man bekommt ja Sterne, wenn man grundlos herumschießt. Das heißt, irgendjemand hat es gemerkt, beziehungsweise vielleicht dahinter könnte jemand sein. Und die denken halt, ich möchte die Mauer durchbrechen. Oder die Wand. Aber der Stern ist sowieso wieder weg. Aber egal. Dann einmal AK-47, ganz berühmtes Maschinengewehr. Einmal mit Ton. Und kommen wir zu M16. Auch das Sturmgewehr genannt. Sturmgewehr. Ich finde irgendwie in GTA 3 klingt es am besten als wie in GTA Vice City oder GTA San Andreas. Der klingt irgendwie voll grässlich. Einmal ein bisschen lauter mit dem Ton. In GTA 3 hat sie einfach nur einen besseren Klang. Ja. Dann haben wir einmal hier die Sniper. Aber ganz nah rangezoomt. Ja, da haben wir schon gleich mal. Okay, die Waffe. Da gehe ich lieber ein bisschen weiter weg, bevor ich mich noch umlege. Ah, jetzt mal die Karre weg. Dann kommen wir zum Flammenwerfer. Dann haben wir das Molotov Cocktail. Kennen wir, glaube ich, auch. Also, ja. Immer schön wegrennen. Was brennst du? Haben wir noch einmal die Hand. Ganz feine Sache. Einmal die Handgranate. Gar nicht wegrennen. Okay, das war's dann schon mal. Das war's heute für dieses Video. Und ja.
Das waren alle Waffen in GTA 3 plus Intro. Ciao, ciao.